was das Leben wirklich bedeutet, ist ja Kreativität. Wir sind ja erschaffen, um zu erschaffen, nicht zu dienen. Und das ist wirklich das Problem, dass wir nur dienen. Was ja eigentlich ist es ja eine wichtige Sache. Wir sind hier, um einander zu dienen, um einander zu helfen. Aber diese Unterwerfung dem System gegenüber, dieses System, was unsere Menschlichkeit entzieht, unsere Kreativität. Wir sind ja eigentlich alle als Genies geboren. Pablo Picasso hat mal was Ähnliches gesagt, dass wir, wir sind Kinder, sind Genies, wir alle sind Genies. Das Problem ist, ein Genie zu bleiben, das zu bleiben. Weil Kinder sehen ja alles ist Magie. Kinder sind wahr, Kinder sind frei. Nur dann wachsen wir auf in dieser Welt und wir verlieren das. Wir werden Teil von diesem System, wir werden Teil von diesem Problem. Wir schlafen ein sozusagen, wir vergessen, wer wir sind. Wir werden diese Maschinen, wir werden diese Fachidioten. Jeder macht seinen Job, jeder ist ein Spezialist, wir sind professionell. Aber Menschlichkeit, das haben wir wirklich verlernt. Und das ist das Wichtige wirklich, worauf ich wirklich hier hinweisen möchte. Wir alle, wer wir wirklich sind, das sind wir. Wir sind alles wunderbare Wesen, wir sind alles Energiewesen, wir sind spirituelle Wesen. Wir alle sind eins. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob wir in China leben oder in Afrika oder ob wir Muslime sind, was unser Glaubenssatz ist und die Farbe unserer Haut, gar nichts damit zu tun. Wir sind alle eins. Das ist Gott. Gott ist eins. Es ist nicht außerhalb von uns. Das ist die Essenz des Lebens. Universum, das Universum, das ist ein Song, ein Vers. Diese Getrenntheit, da fängt das Problem an. Deshalb gibt es ja auch Krieg, deshalb gibt es Ungerechtigkeit, Armut. Brauchen wir wirklich nicht. Wir haben genug für alle. Wenn es nicht diejenigen gäbe, die an der Macht sitzen, die alles an sich reißen wollen. Und das gab es ja schon immer. Ja, deshalb gibt es ja diese unzähligen Kriege, während diesen Kriegen die Massen leiden. Und die Mächtigen treiben nur dieses Spiel, um noch mehr Macht an sich zu reichen. Aber es ist ja auch das Problem, diese Illusion dieser Macht, über andere Menschen. Macht, andere zu kontrollieren. Wem gehört was? Und das ist die neue Zeit, das neue Bewusstsein. Ich denke, es ist wirklich Zeit, wirklich aufzuwachen und das zu erkennen, dass die Illusion, die uns voneinander getrennt hält, das ist auch der Grund, wie ich vorhin schon sagte, nicht nur für Krieg und Armut und Ungerechtigkeit, das ist, warum wir uns miteinander streiten. Das brauchen wir wirklich nicht. Wir können das aufhören. Sofort aufhören, miteinander zu streiten. Wenn wir lernen, einander wirklich zu erkennen und einander zu akzeptieren, so wie wir sind. Du hast deine Berechtigung, so zu sein, wie du bist. Und ich bin hier, um dich zu lernen, um dich verstehen zu lernen. Nicht dich zu verändern, aber um zu lernen, wie kann ich für dich da sein. Du bist eine eigenständige Person und du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Das ist der einzige Weg, dass wir wirklich zusammenkommen können, wenn wir lernen, einander zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass es sich gut heiße. Es gibt vielleicht einige Dinge, die ich an dir nicht mag, aber das ist okay. Das heißt, du bist ja so, wie du bist. Nicht, wie ich das für mich will. Du bist eine eigenständige Person und du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. Wir sind hier, um von und miteinander zu lernen, um mehr Frieden in Beziehungen zu bringen, in die Welt zu bringen. Und das fängt wirklich damit an, Frieden mit sich selber zu machen.